sagst du da? Du hast auch Arktos? Zapdos? Cool, ich will den Bericht hören. Das ist also Zapdos, das seine Blitze kontrollieren kann? Na, ähnlich sieht's ja aus, aber sind seine Beine nicht so stämmig? Auf elektrischer Spannung ist auch nicht viel zu spüren. Doch die gezackte Form seiner Flügel und dazu noch dieser lange Schnabel, das passt schon. Ja, dann kommt es da genug an Zapdos ran. Diese Expedition kannst du auch als Erfolg verbuchen. So. Und dann fehlt es noch Lavados. Und Lavados hast du auch gefangen. Boah, cool. Super nice, wir den Bericht hören. Das soll das legendäre Vogel-Pokémon Lavados sein, das Feuer manipulieren kann. Eine gewisse Ähnlichkeit ist definitiv vorhanden, aber es fühlt sich überhaupt nicht heiß an. Auf mich wirkst du eher wie ein ungehobelter Raufbold. Wobei, wenn die Augen zusammenkneift, wirkst du fast so, als würde es Licht brennen. Ja, und dann kommt es da genug an Lavados ran. Die Expedition kannst du auch als Erfolg verbuchen. Damit hast du mir alles zu den legendären Vogel-Pokémon des Legenden-Notiz Nummer 3 berichtet. Nice, dann habe ich diese Expedition gleich mal erledigt. Jo. Check. Haben wir auch erledigt. Gibt es sonst noch irgendwelche Legenden, mit denen du berichten willst? Ja, darf ich die alle? Okay, da hast du nichts Neues. Ne, brauchen wir nicht. Okay. Gut, dann fehlen uns jetzt noch ein paar, einige legendäre Vogel-Pokémon. Einige legendäre Pokémon. Wir müssen mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen. Ich würde gerne das Regidoo fangen. Das müsste ich mal gucken, ob ich mir das irgendwo aufspüren kann. Moment. Regidoo. Pokémon. Shit. Ja. Gut, okay, gucken wir mal, wo wir die finden könnten. Ja, wisst ihr was? Wir machen das mal. Stahltempel finden Sie Frostfeld mit des Giganten. Okay, das hätten wir. Eis haben wir auch. Das haben wir auch. Regirock haben wir auch. Okay, gut. Dann weiß ich jetzt Bescheid, wie es weitergeht als nächstes. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann kümmern wir uns um den Rest der Regis. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon. Ja, Schild. Tschüss. Ja, liebe Leute, heute geht's weiter mit Pokémon Schild. Endlich haben wir es geschafft. Wir haben wir unten links vermerkt das legendäre Arktos gefangen und damit, das möchte ich euch kurz noch zeigen. Jesus. Das Pokémon, das uns so lange, oder jetzt eigentlich, was jetzt so lange, wir haben jetzt 2 Folgen gebraucht, bis wir es hatten. Ich glaube, insgesamt sind wir mit 4 Folgen, 5 Folgen durchgekommen und haben uns die legendären Vogel-Pokémon gefangen. So, ich halte mal kurz mein Team schnell noch. Und dann machen wir heute weiter. Mit den Regis. Und wir werden uns jetzt das nächste der beiden Regis, der Regis fangen. Beziehungsweise heute eins. Vielleicht morgen nochmal eins. Oder war da noch? Heute ist Samstag. Glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Samstag. Müssen wir gucken. Sonntag wird ja kein Pokémon kommen. Also Pokémon-Schwert kommen. Das ist klar. Weil es halt von der Uhrzeit nicht passen würde. Da ja regelmäßig meine Formel 1-Rennen sind. Gut, egal, wie immer sei, wir fangen jetzt auf jeden Fall weiter mit einem weiteren Regi. Wir müssen heute zum Dreiwegpass. Ich hoffe, dass wir das jetzt auf jeden Fall kriegen. Moment, aber. So, jetzt muss ich muss es nur gerade mal kurz eben schauen, wo wir es waren. Schilderfeld brauchen wir nicht. Schneestuhl brauchen wir nicht. Schneegipfelfahrt brauchen wir nicht. Schollmeer brauchen wir nicht. Dreiwegpass da unten. Ach du Scheiße, dann müssen wir so dahin. Okay. Im Schollmeer waren wir schon, aber nicht im Dreiwegpass. Gut, ich versuche es mal, ob ich es hinkriege und was heute schaffen, irgendwie. Ja, das ist jetzt heute hoffentlich das nächste Ziel. So, wie gesagt, ja, lange genug Vogel-Pokémon haben wir alle 3 jetzt weggeholt.
Für die Leute, die es noch nicht wissen, was es wo zu fangen gibt, und zwar Arktos hier auf der Kronschneelande, und zwar auf über dem Tempel von Vegais. Dann haben wir Zapdos gehabt, das ihr in der Naturzone gefangen bekommt, dass es aber erstmal wegläuft. Und Lavados befindet sich da an dem Punkt des ersten DLCs, an dem Kampfdojo. Und zwar findet, wenn ihr da an dem Bahnhof seid, direkt, eigentlich müsst ihr ihm quasi entgegenfliegen. Ja, und das ist halt das. Soweit. So, jetzt muss ich gerade gucken, wo ich mich orientiere, weil ich kann sein, dass ich jetzt erstmal mich komplett falsch orientiert habe. Das habe ich nämlich auch gerade getan und ich hätte es auf die andere Seite abgeben müssen. Okay, das heißt, wir müssen gucken, ob wir es heute hinkriegen. Machen wir mal ins Bett des Giganten. Da fehlt ja. Hier fehlt uns ja auch eines der Wege. Haben wir auch einen Wege gefangen. Also. Das ist, glaube ich, Wege Rock, weil man es, glaube ich, war es hier, glaube ich. Moment. Ich muss mich nur gerade. Ach, wie ist das? Das heißt, wir müssen in die Richtung. Irgendwie, wenn es geht. Ja, und dann in die Höhle da oben irgendwo rein. Irgendwo muss hier eine Höhle sein. Was haben wir jetzt schon wieder gefangen? Ach, Patinaraya. Nein, das war. Ich brauche jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht. Da wir heute eigentlich mit dem Abenteuer ein bisschen weitermachen wollen. Wobei ich sehr, sehr froh bin, dass wir diesen Punkt einfach Arktos, dass wir das auf der Liste abgearbeitet haben. Oh. Hallo Schleppke. Ich versuche es zumindest heute. Na, hau doch mal, oh Mann, geht mir nicht auf den Sack, alle. Weißt du, eins taucht vor mir auf, eins taucht hinter mir auf. Du kommst ja kaum noch weg irgendwie. So, also, weiter geht's. Jetzt muss ich gerade gucken, wo ich bin. Warum doch immer die... Okay. Das heißt, Dreiwegpass. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie auf der Höhle. Kommen wir hier rüber? Ja, ne? Die Frage ist, wo sind wir jetzt danach? Haben wir hier nicht das Pokémon. Das Rost gefangen? Okay, wir müssen also in die Höhle rein. Wir kommen gar nicht so weit weiter. Okay, gut. Dann fahren wir mal durch die Höhle. Nein, oh Mann, ich muss hier raus. Das Problem ist einfach, dass mich hier gerade komplett... Alter, haut doch mal ab von mir jetzt. War das gerade ein Kabuto? Habe ich das gerade richtig gesehen? Mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Hier rauf, jetzt irgendwie. So. Oh, ein Lucario. Oh, da war ich den Dings aus, mit meinem Drachen-Pokémon ausgewichen bin. Doch, mir ist auch klar. Also ist es tatsächlich manchmal echt zu viel, dass hier wirklich tausende an Pokémon auftauchen. Ja, kam doch einige. Ich muss mich so weiter orientieren. Ja, jetzt geht es irgendwie auch weiter. Schollenmeer, okay, hier sind wir auch tatsächlich. Also müssen wir eigentlich tatsächlich wieder aufs Festland irgendwie zurück. Versuch es zumindest.
Gibt's hier irgendwie eine Möglichkeit, aufs Festland zurückzukommen? Riesenperle. Okay. Das war dann doch irgendwie. Oder warte mal. War das vielleicht die richtige Höhle sogar? Wie Knacker da hinterher fliegt. Galumuszweig, Steinknochen. Okay, scheinbar kommen wir hier nicht weiter. Ich glaube, hier waren wir nämlich auch schon mal. Ich kann mich irgendwie dunkel erinnern, dass wir hier schon mal gewesen sind. Also auf dem Schollmeer auf jeden Fall, bei dem, das erinnere ich mich. Aber auf dem, bei der jungen Dame da, die da rumstand, die hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ein Kubuin war das gerade. Eine Geniefeder. Ich muss gerade nicht mich. Ich muss gerade nur wissen, wie ich da hinkomme jetzt, ey. Aber eigentlich müssen wir ja hier runter irgendwo und dann müssen wir eigentlich irgendwie wieder aufs Land zurück oder was, ne? Das muss ja irgendwie möglich sein. Wir müssen ja wieder in diese Höhle da rein. Also da müssen wir ja wohin. Irgendwie muss das hier sein. Diese Höhle, hier muss diese Höhle sein. Das ist die Höhle da vorne. Nee. Da sind wir rausgekommen, ne? Da sind wir ja rausgekommen. So. Hyperball. Ich muss mich. Das ist jetzt gerade. Ah, zu weit ab. Hier war auch irgendwo was drin. So, okay, ich. Oh, das hilft nämlich, dass ich nicht immer den Weg direkt finde auf Anhieb. So, ich muss jetzt mal nur. Hier ist ja noch ein. Eine Muschelglocke. Dreiwegpass. Okay, gut. Das war das, was ich suchen wollte. Weil hier wollte ich hin. Heute. Das war diese Höhle, die ich eigentlich tatsächlich gesucht habe. Gut, dann ist es tatsächlich nicht so schwer zu finden. Aber da sind wir zumindest einmal da. Einmal da, ja. Und jetzt müssen wir hoffen, dass wir vielleicht ein bisschen Glück haben und vielleicht sogar reinkommen. Die Frage ist, was ist die Aufgabe? Oh, wir haben eine TP09 in Donner. Okay, die Aufgabe, die wir erledigen müssen hier, habe ich gerade nachgeguckt, die haben wir schon erledigt. Das heißt, die anderen drei Regis fangen und die müssen wir alle haben. Und da ist noch eine TM oder TP, wie auch immer. Es ist die TP24, Wutanfall. Und heute versuchen wir uns daran, ja, hier was zu machen. So, kurz den Save Point setzen. Nach der Geschichte mit Arctos machen wir es tatsächlich gerne. Und dann gehen wir los. Nanu, auf dem Tor steht etwas geschrieben. Der Steingigant, der Eisgigant und der Stahlgigant. Versammelt man die drei Giganten, wird sich die Tür des Schicksals öffnen. Aha, das heißt, ich muss jetzt tatsächlich mehr die drei Regis rausholen. Oh Gott. Okay, nee, alles gut, kriegen wir hin. Ich glaube, wir haben sie ja eh alle drei. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir alle drei haben. Gut, dann müssen wir mal kurz gucken. Ich habe so viel Pokémon hier drin. Ja, wir haben sie alle drei. Okay, alles gut. Alles gut. Es ist nicht tragisch. Regice.
Registrieren. Und dann haben wir noch das allerletzte Regi. Das war Regi Rock. Yes, Baby. Gut, dann machen wir das anders nochmal. Machen wir nochmal einen Speicherpunkt, damit wir das auch alles haben. Soll ja also richtig sein. Und dann machen wir heute. Ja, wir sind erst 10 Minuten dran, deswegen kann ich jetzt auch ohne schlechtes Gewissen weitermachen. Danu, auf dem Tor steht etwas geschrieben. Der Steingigant, der Eisgigant und der Stahlgigant. Versammeln die drei Giganten, wird sich die Tür des Schicksals öffnen. Ja, und das haben wir auch geschafft. Und das heißt, ich kann ja tatsächlich kurz nochmal meine Pokémon tauschen, wenn das irgendwie möglich ist. So. Okay, ist... Boah, what? Okay, das heißt, wir haben jetzt eine Möglichkeit. Moment. Die Frage ist, kann ich die jetzt schon wieder? Komm ich meine Karten? Mein Menü. Ja. Oh, ich will doch nicht in die Karte. Ich will in die Pokémon. So, also, versuchen wir es nochmal. Ja, in den Haus habe ich ja offscreen gefangen. Das musste ich offscreen machen, damit ich überhaupt in der Pokémon-Liga weiterkomme. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Geist. Bewegen. Habe ich denn Arktos? Habe ich Arktos abgelegt? Habe ich Arktos abgelegt? Nee, ne? Was habe ich denn jetzt noch rausgenommen aus dem Team? Ah ja, genau, keine Kacke. Okay, gut. Dann haben wir soweit wieder mal ein Team komplett. Was bist du vom Typ? Okay, was? Das heißt, egal wie, ich versuche es mit Krakrak. So, also. Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal einen kleinen Savepoint setze. Das ist immer normal bei mir. Dann muss ich gerade gucken. Ja, das weiß ich, werde mir... Es gibt zwei Möglichkeiten in diesem Tempel. Ihr könnt... Das heißt ja, es gibt... Es ist ja das Regideo. Du. Das ihr erwecken könnt. Klar, ihr müsst natürlich die drei Regis dabei haben. Das ist klar. So, und jetzt gibt es folgende Aufgabe. Entweder ihr fangt ein Pokémon vom Typ Elektro, so wie ich das gerade sehe. Und ein Pokémon vom Typ Drachen. Da wir aber einige Drachen schon mittlerweile im Team haben, denke ich mir, dass es am meisten Sinn macht, gerade vom Typ Elektro was zu fangen. Das heißt, ich muss ein Muster aktivieren. Ihr fangt an mit den beiden Außen hier. Zack, zack. Dann drei Stück in der Innenbahn. Also da zwei, drei. Und dann die zwei oben. Dann habt ihr es ohne Probleme. Plötzlich liegt eine merkwürdige Spannung in der Luft. So, nochmal einen kleinen Speicherpunkt. Das heißt, ihr könnt tatsächlich noch ein anderes weiter Pokémon fangen, aber ich glaube, wir kriegen nicht beide. Das ist klar. So. Ja, ich möchte sie untersuchen und dann... ja, richtig, genau. Okay. So, ihr könnt also nicht zurücksetzen, tatsächlich... Ich zeige euch jetzt also, wie gesagt, das Elektro-Pokémon. Das ist das Regieleki. Das andere Pokémon heißt übrigens Regidrago. So, die Frage ist, ob ich das fangen kann. Das wäre cool, jetzt, wenn ich das natürlich noch mitkriegen könnte. Aber ich gehe jetzt erstmal auf Knirscher. Du kannst nichts machen mit deinem Elektro-Attacken. Okay. Dann gehe ich nochmal rein. Du gehst auf Magnetflug. Okay, du Knirsch. Also es ist nicht tragisch, das heißt, ich gehe auf jeden Fall nicht auf die Elektro. Ich habe jetzt... ja. Klecker ist ein bisschen schläfrig, das heißt, ich werde es mir so fangen. Na gut, auch wenn ich kriegen wir so gefangen. Eins. Zwei. Okay. Nee, alles gut. Nicht tragisch. Er kann nichts machen, weil wir vom Typ Boden sind. Deswegen werde ich mir auch ohne Probleme versuchen zu fangen.
Okay. Nur so Informationen, die habe ich gerade gelesen. Das Pokémon, für das man sich nicht entscheidet. Also wir können jetzt nicht Regidrago fangen. Das ist schon mal klar. Leider. Schade eigentlich. Ich hätte sie gerne beide mitgenommen, aber... Moment, ich gucke gerade, ob sie das kriegen können. Hi. Ja, du, jetzt muss mir gerade ein bisschen ärgern, mein kleines, dickes Elektroviech. So, jetzt kannst du tatsächlich wieder... Ist wieder am Boden der Tatsachen, aber das ist nicht egal. Ist mir egal. Wir werden es versuchen, so zu fangen. Ich hoffe, viel kann es sowieso nicht machen. Magnetflug, möchtest du? Aber es sieht schon cool aus, muss ich sagen. So, und um das letzte, das der Regis zu fangen, brauchen wir es auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen es fangen. Ja, du befreist dich gerade ein bisschen zu oft mit Turbo-Tempo kannst du, okay? So, wir sind jetzt bei gut etwas über einer Viertelstunde. Also, für euch in der Folge jetzt, wenn ich ehrlich bin, weil ich bin mittlerweile über eine Stunde mehr. Also ich habe ja mit Arktos die beiden Arktos-Folgen oder beziehungsweise sowas aufgespielt haben, wo wir es dann letztendlich in der nächsten Folge danach gefangen haben, habe ich jetzt schon ein bisschen was aufgenommen. Also, aber es macht ja Spaß definitiv für mich und für euch hoffentlich auch. Und ja, es dauert halt, sind halt legendäre Pokémon, die dauern halt, bis man die irgendwann mal fängt. Ja. So, komm mal. Jetzt lass mich dich einsacken, mein Freund. Eins, zwei, drei. Ah, das bleibt nicht nach draußen. Blitzgefängnis. Ja, es kann nichts machen, ne? Es ist halt, das ist das Gute. Für mich kann es gerade nichts antun. Nee, kann es nichts antun mit seinen Elektroattacken. Einzig halt Turbo-Tempo. Das ist die einzige Attacke, die es mir, die mir wehtun kann. Zweimal. Deswegen habe ich jetzt bewusst mich auch für das Elektro-Pokémon entschieden, weil ich A, wie gesagt, genug Drachen habe. Und B, weil ich weiß, dass ein Elektro-Pokémon nicht viel gegen Knackrack anrichten kann. So, dreimal. Oh nein, es bleibt nicht drin. Oh, schade. Ich dachte mir jetzt, wer würde tatsächlich sagen, es waren zwei, drei Mal, wo es jetzt echt dabei war, aber nicht wirklich. Okay. Nicht tragisch, nicht tragisch. Alles gut. Ich habe noch Top-Genesung, das heißt, ich knall mir jetzt erstmal gerade kurz die Top-Genesung von meinen Knackrack rein, damit ich hier weitermachen kann. Du kannst nichts weiter tun, mein Freund. Du kannst nichts gegen mit deinen Elektroattacken gegen mich anrichten. Du kannst dich nur versuchen, so lange wie möglich gegen mich zu wehren, dass ich dich kriege. Ich krieg dich sowieso irgendwann. Irgendwann kriege ich dich sowieso. Ach, das bleibt doch drin. Naja, es möchte sich weiterhin nicht fangen lassen, aber irgendwann muss es das tun. Und mit deinen, wie gesagt, Elektroattacken hast du null Chance. Nein? So, komm. Jetzt muss aber auch mal irgendwann dieses Pokémon in den Hyperball rein. Das möchte nur gerade nicht.
Eins. Bleib doch mal drin. Weil du, das Regi mich jetzt mehr ärgert, als das Zapdos es vorher getan hat. Dings es vorher getan hat, das Arktos. Weil es frisst gerade ein bisschen mehr Bälle. Aber wir haben noch, ich glaube, 140 oder so. Ja, 149 haben wir noch. Also knapp, das war eben der 150. letzte. Also wir haben noch genug Bälle. Aber trotzdem sagt es jetzt gerade, ich bleib dabei, ich gehe nicht mehr in deinen Ball.